Mein Mund ist voll von deinem Lob und deinem Ruhm den ganzen Tag. So lesen wir es in den Psalmen. Betrifft dich das? Hast du den ganzen Tag Lob Gottes im Mund? Die wenigsten Christen haben das. Und ich glaube, wir haben in unserer westlichen Welt, in der Christenheit, nicht wirklich eine Kultur des Lobens. Schau mal, Gott hat dich geschaffen. Er hat dich gemacht. Er hat dich geplant. Er hat dich gewollt. Er hat dich hervorgebracht als Existenz. Er liebt dich. Er hat alles für dich hingegeben, damit du in Beziehung zu ihm stehen kannst. Er hat dich gerettet, erlöst, befreit, Jesus ans Kreuz gegangen. Er hat seinen Heiligen Geist gesandt. Du hast, wenn du wiedergeboren bist, ewiges Leben. Damit hast du alles erreicht, was in diesem irdischen Leben wirklich wichtig ist, was man erreichen muss. Der Herr hat alles für dich gegeben, dich unvorstellbar reich beschenkt. Und deshalb ist er zu loben. Sein Name ist zu preisen, er ist zu erheben. Er ist es einfach würdig, dass wir ihm unser Lob bringen. Wir sind so häufig auf unsere Probleme und unsere Schwierigkeiten und Herausforderungen fixiert, dass wir diese Dinge völlig überbewerten, aber unter der Perspektive des Reiches Gottes. Aus der Sicht der Ewigkeit gesehen ist es im Grunde genommen wirklich Kleinkram, um den wir uns hier kümmern. Es ist wichtig, dass wir unseren Blick auf den Herrn erheben und ihn loben und ihn preisen. Und das wiederum wird Dinge in unserem Leben freisetzen. Denn der Lobpreis geht dem Sieg voran, wie wir ganz deutlich in der Begebenheit von König Josaphat in der Bibel nachlesen können. Der Lobpreis ist etwas, was den Sieg hervorbringt. Und wenn wir den Herrn loben, dann wird Großes in unserem Leben geschehen. Und er ist würdig, gelobt zu werden. Und im Grunde genommen ist es eigentlich egal, ob du dich wohlfühlst oder nicht so wohl. Ob es dir gut geht oder weniger gut geht. Ob du gesundheitlich angeschlagen bist oder ob du dich wirklich fit fühlst. Ob du schwach bist oder stark, ob du wohlhabend bist oder knapsen musst. Es ist egal, ob du den Weg glasklar vor dir siehst, den du gehen sollst, oder ob du eher mit der Stange im Nebel stocherst, ob du deine Berufung wirklich kennst oder eher noch nicht und so weiter. Es ist eigentlich zweitrangig, wie es uns geht. Der Name des Herrn ist zu loben, unabhängig davon, wie wir uns fühlen. Im Gegenteil, wenn wir ihn loben, ihn erheben, dann werden unsere Gefühle dem folgen und wir werden uns auch wohlfühlen. Und die Bibel ist, insbesondere in dem Psalm, voll davon, von den Aussagen, ich will den Herrn täglich loben, ich will ihn alle Zeit loben. Ich gebe dir mal ein paar davon. Den Herrn will ich preisen alle Zeit. Beständig soll sein Lob in meinem Munde sein. Und meine Zunge soll hersagen, deine Gerechtigkeit, dein Lob, den ganzen Tag. Täglich will ich dich preisen, deinen Namen will ich loben, immer und ewig. Loben will ich den Herrn mein Leben lang, will spielen meinem Gott, solange ich bin. Ich glaube, das ist die richtige Einstellung. Loben will ich meinen Gott mein Leben lang. Warum? Weil er es würdig ist, weil er uns alles geschenkt hat. Fang an, eine Kultur des Lobens in deinem Leben zu entwickeln. Und du wirst sehen, Gott hat viel Erfolg.